Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf der SPS IPC Drives bei der Firma Lenze. Vor einem Jahr haben wir Ihnen vorgestellt, wie wir den Engineering-Prozess des Kunden vereinfachen. Und in diesem Jahr sind wir einen Schritt weitergegangen und haben uns stark auf die kundenorientierte Softwareerstellung für den engeren Engineering-Prozess des Kunden aufgestellt und zeigen Ihnen nun, wie wir den Engineering-Prozess des Kunden auf der Standardsoftware dramatisch vereinfachen. Dafür habe ich mir kompetente Verstärkung dazu geholt. Das wird Ihnen jetzt mein Kollege aus unserer Entwicklung, Detlef Stork, erklären. Engineering und Softwareerstellung hat was mit Standardisierung zu tun, hat was mit Modularisierung zu tun. Wir modularisieren und analysieren unsere Maschine und stellen fest, wir haben ein Crosscutter-Modul, was einfach in ein Baukastensystem wie im Baukastensystem eingesteckt werden kann. Es hat Zusatzfunktionen, um die es erweitert werden kann. Des Weiteren gibt es Module, die wir an diversen Stellen einsetzen können. Und wenn wir sie standardisiert haben, sind sie universell einsatzbar und der Einsatz reduziert sehr stark das Engineering und die Engineering-Zeiten. Ganzheitlich können wir sagen, dass wir eine ganze Maschine mit einem sehr hohen Standardisierungsgrad automatisieren können, weil wir immer mehr Module finden, die wir auch automatisieren und standardisieren können und die unserem Kunden zur Verfügung stellen wollen. Vielen Dank vom Lenze-Stand.